Die junge Wirtschaft Christkirchen und die junge Wirtschaft Everding luden gemeinsam zu einer Veranstaltung der besonderen Art ins Technologie- und Innovationszentrum Christkirchen. Unter dem Titel Innovierbar wurde erst zum dritten Mal und erstmals in der Region Christkirchen-Everding Jungunternehmern die Chance gegeben, sich kostenlos Infos von verschiedensten Experten zu holen. Für die verschiedenen Schlüssel standen die Experten des Abends, die an sechs verschiedenen Bars namens Finanzierbar, Kooperierbar, Gestaltbar, Schützbar, Vermarktbar und Startbar warteten, um drängende Fragen der Jungunternehmer zu beantworten. Doch welche Idee steckt hinter dem Projekt Innovierbar? Also vor allem sollte man auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen. Wir haben hier sechs Bars aufgebaut zu den diversen Themen rund um Innovation. Es stehen wirklich Experten in diesen Bars und man sollte natürlich diese Gelegenheit nutzen. Sie können einem den Weg zeigen von der Idee bis zur Umsetzung und ganz, ganz ein großer Vorteil natürlich, heute fließen auch keine Honorarnoten. Warum ist die Finanzierung von Jungunternehmen manchmal so schwierig? An der Finanzierbar Andreas Gumpitzberger. Ja, weil da zwei Sichtweisen zusammenzubringen sind. Auf der einen Seite den innovativen Unternehmer oder die Unternehmerin, der vielleicht der technische Experte oder Experte in seiner Branche ist, und auf der anderen Seite der Finanzierungspartner, der ein Finanzierungsexperte ist, vielleicht ein betriebswirtschaftlicher Experte, und beide Köpfe muss ich zusammenbringen, beide Gedanken, Wellenlängen muss ich zusammenbringen und dann, erst dann wird Innovation finanzierbar. Dabei könnte auch mit der regionalen Bank, wenn die Geschäftsidee stimmig ist, verhandelt werden. Aber wie? An der Startbar Hubert Engelsberger. Uns ist wichtig, gut vorbereitet in ein Gespräch hineinzugehen, die Idee dementsprechend darstellt, einen guten Businessplan, wo eben, wie gesagt, ja, dementsprechend drinnen steht, was will ich mit meiner Idee erreichen, wie schaut der Markt aus. Und hier haben wir einen ganz, ganz tollen Workshop, Workshop Unternehmensgründung über 3 Tage, wo unter anderem auch der mittlerweile sehr erfolgreiche Unternehmer Thomas Muster als Gasttrainer dabei sein wird. Und natürlich waren auch die Steuern ein Thema. Ja, prinzipiell sind Innovationen durchaus positiv. Sie schaffen Arbeitsplätze und sie schaffen Wohlstand. Allerdings, wenn die Innovation im Bereich des Steuerrechts ist, lehrt die Erfahrung, dass es doch meistens nicht immer gut ausgeht. Und darum bedarf es eines innovativen Steuerberaters, damit die Bilanz letztendlich wieder ausgeglichen ist. Die Kür und die Pflicht eben. Doch wie sieht die Kür oder Innovation eigentlich bei der jungen Wirtschaft aus? Die junge Wirtschaft auf der Landesebene kümmert sich vorwiegend um die Innovation, weil das ja eigentlich der Startpunkt ist vom Unternehmen. Das heißt, wir schaffen neben den Rahmenbedingungen, zum Beispiel wie jetzt die GmbH neu, damit die Unternehmer leichter gründen können, schaffen wir unter anderem solche Veranstaltungen wie heute, dass eben die Leute zusammenkommen, sie austauschen können, Kooperationen schließen können. Die jungen Unternehmer dürfen sich also auf weitere Veranstaltungen freuen, bei denen die Innovationskraft vorgestellt wird.